2 Tagen war er nicht mehr da. Seit Wochen ist er nicht mehr aufgetaucht. Aber jetzt... Okay, nee, komm, jetzt reiz. Ich muss jetzt irgendwie jetzt keine dramatische Szene jetzt irgendwie machen, wo ich jetzt seit Tagen nicht mehr online war. Also, vergiss das. Also, hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich wieder für ein paar Tage nicht wieder online war und ich möchte euch heute in dem Video erklären, warum ich so lange nicht mehr da war, was ich damals vorhatte und wie es jetzt hier in Zukunft weitergehen wird. Und ich fange jetzt einfach mal an. Erstens, warum war ich für eine längere Zeit jetzt wieder nicht auf meinem YouTube-Kanal? Das hat den Grund, weil ich in Urlaub war und weil ich einfach auch mal Pause brauche von YouTube. Ich war im Urlaub für 5 Tage und ich bin gestern angekommen, aber da hatte ich keinen Bock mehr aufzunehmen. Und heute ist Samstag und... Und da muss ich mich kurz mal aus dem Schnitt melden. Da will ich auf jeden Fall meine normale Stimme jetzt so reinpacken, aber egal. Ich habe das am Samstag aufgenommen, das Video, und ich hatte dann keine Lust gehabt, das anzuschneiden, weil es schon spät war. Deswegen kommt es heute online. Also nicht wundern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ich musste erstmal gucken, dass ich auch erstmal wieder zu Hause bin. Und ja, das ist der Grund, warum ich jetzt lange Zeit nicht mehr da war. Ich habe zwar ein Video vorproduziert, es kommt aber erst an Halloween raus. Es wird nämlich ein Halloween-Special von mir geben. Aber das kommt erst ganz zum Schluss. Nächste Frage. Was wird jetzt auf meinem Kanal jetzt zukünftig geben? Und wie wird es jetzt damit weitergehen? Also, es werden auf jeden Fall ein paar Sachen geändert. Also es hat sich auf meinem Kanal ein bisschen was gemacht. Manche haben von euch bemerkt, dass die Minecraft-Statue-Bauserie nicht mehr weitergeführt wurde. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich genau, und warum wird die Serie nicht mehr weitergeführt? Das liegt daran, weil mein PC, der alte, ich hatte meinen alten Computer und den hat man ständig im Hintergrund das Rauschen immer gehört. Und irgendwann ist er komplett kaputt gegangen, der hat den Monitor nicht mehr erkannt. Und dann haben wir meine ganzen Daten erstmal da drauf gemacht und ich konnte leider nicht die komplette Festplatte nicht in den Computer einbauen, sondern man musste das alles irgendwie so in den Computer so rüberziehen, manche Daten, und manche Daten musste ich einfach halt wieder installieren. Und ich musste auch Minecraft neu installieren und ich gebe zu, das habe ich nicht alleine gemacht, da hat mir mein Vater mitgeholfen, wir haben das neu installiert und natürlich, wenn man Minecraft neu installieren muss mit seinem alten Account, dann speichert er nicht die Welten und bei mir war es genauso. Er hat meine Skins-Welt jetzt nicht mitgespeichert und seitdem kann ich die Serie nicht mehr weiterführen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, hopp, komm, du kannst doch einfach die Welt wieder nachbauen. Leute, ich hocke mich jetzt nicht auf meinen Stuhl für ein paar Stunden, um jetzt die Welt wieder nach aufzubauen. Also nee, ohne mich. Also tut mir leid, Also ich könnte eventuell die Welt einfach theoretisch tatsächlich nachbauen, aber darauf habe ich keine Lust. Und ich war mit der Serie irgendwie tatsächlich auch nie zufrieden. Ich meine, die Serie kam nicht regelmäßig, die kam irgendwann nur an Tagen, wenn ich Lust drauf hatte. Und ja, und das haben auch schon viele andere YouTuber auch gemacht. Deswegen wird diese Serie nicht mehr weitergeführt. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was hatte ich denn damals geplant? Ich hatte damals geplant, mit Nova Riders eine Minecraft-Serie zu starten, in dem es um meine Minecraft-Figur geht, also warum die gerade so gemacht wurde, wo sie ist und so, wo sie früher war. Wir haben eine Folge auch aufgenommen, aber die war noch nicht fertig geschnitten und da war mein PC auch kaputt und wir konnten den nicht reparieren. Wir haben alles kontrolliert, wir haben alles durchsucht, aber wir haben nichts gefunden. Wir konnten im Internet auch keine Lösung finden, warum der den Monitor nicht mehr erkannt hat. Also irgendein Teil ist da kaputt und wir haben keine Ahnung, was da los ist. Und ich habe jetzt einen neuen PC, der hat Windows 11 und der ist auch ein bisschen leise. Man hört den nicht im Hintergrund, nicht rauschen. Und ja... Und da und das fertige Video, was ich gemacht habe, das wurde auch nicht auf meine Datei nicht rübergenommen, weil ich es da, keine Ahnung, ich hatte es da nicht mehr. Ja, und jetzt ist halt das Problem. Ich habe das auch mit Filmora geschnitten, aber Filmora hat es auch nicht gespeichert, weil man kann nicht einfach so Programme, die man installieren muss, die speichert, das geht einfach nicht. Und deswegen ist die Aufnahme jetzt auch weg und das geschnittene Video ist auch nicht mehr da. Ich habe mit Luca darüber schon mehrere Male auch geredet und er meinte auch irgendwie so, dass wir die Serie, dass wir sie ruhig weitermachen können, aber das wird dann halt schwierig mit der Zeit, weil er hat weniger Zeit, er hat mehr Schule und ich habe weniger Schule und
Wir sind nicht im selben Bundesland. Er ist in einem anderen Bundesland und ich bin in Rheinland-Pfalz. Ich weiß gar nicht, in welchem er ist. Aber er ist auf jeden Fall nicht in Rheinland-Pfalz. Also nicht in meinem Bundesland. Und dann gibt es noch eine zweite Sache mit Luca. Er will das Zocken abgewöhnen. Er möchte zwar nicht krass, aber ein bisschen. Er will sich ein bisschen abgewöhnen. Ich hoffe, das ist alles richtig, was ich hier sage. Er möchte Rollervideos machen, weil sein Kanal, den er ja hat, wo ich euch öfter verlinkt habe, der will eigentlich auch Rollervideos machen. Er hat es mir auch gesagt und da habe ich gesagt, ja, alles gut, kannst du viel machen, wir bleiben ja weiter in Kontakt. Da habe ich ihn halt gefragt, wie wir jetzt weiter aufnehmen wollen und er meint halt, wir können Ruschen aufnehmen, vielleicht ein paar Reaktionen und er hat mir auch gesagt, er will sich mehr mit Freunden treffen und er kommt dann halt seltener auf Discord halt online. Aber das ist kein Problem für mich. Ich habe ihm gesagt, alles gut. Ich kann es verstehen, dass du dich mit Freunden treffen willst, anstatt auf Discord online zu kommen. Wir bleiben ja weiterhin auch in Kontakt. Diese Minecraft-Serie wird es auch nicht mehr geben, aber ich habe mir da was anderes überlegt. Und zwar, das hat jetzt auch was mit dem Halloween-Special auch was zu tun. Es ist zwar nicht gruselig, aber für meine Verhältnisse schon. Aber ihr könnt es ja, wenn das Video da ist, ja dann kommentieren. In dem Video geht es darum, dass ich halt gegen die Passive-Figur kämpfe, also gegen zwei. Aber hauptsächlich halt nur gegen Sonic.exe. So, und ich habe mir darauf was überlegt, und zwar möchte ich dann eine Minecraft-Kampf-Animationsserie machen, wo ich halt Minecraft-Figuren einfach gegeneinander kämpfen lasse. Und macht euch keine Sorgen, ich bin jetzt nicht immer nur da am Kämpfen, sondern auch mal Skins von YouTubern und so, die mal gegeneinander kämpfen müssen. Und nicht immer nur ich. Das wird auf jeden Fall noch kommen und. Ja. Und das war jetzt auch so, was ich früher geplant habe, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen dann beim Video. Macht's gut. Ciao.